Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Ich war da ganz kurz irritiert, weil ich da gesehen habe, irgendwie ein maskierter Dieb hat hier etwas gestohlen. Ja, es geht hier schon lustig los mit unserem neuen Dorf. Wir sind hier umzingelt. Wir sind hier umzingelt von Gegnern. Ja, wir haben im Westen oder Nordwesten, wenn man so will, haben wir zwei Lager von Werwölfen. Wir haben im... Nee, gar nicht wahr. Nicht im Westen. Im Nordosten vielmehr. Da haben wir Werwölfe rumexistieren. Im Westen haben wir zwei Banditenlager. Wenigstens zwei Banditenlager. Und in der nördlichen Umgebung haben wir irgendwelche Diebe rumexistieren. Also wir sind umzingelt. Das wird lustig. Meine Hoffnung, dass wir hier es eher so zumindest so der Anfang her erstmal so ein bisschen ruhiger angehen können. Diese Hoffnung hat sich relativ schnell zerschlagen. Da wird nichts draus werden. Von wegen lustig und locker und hast du nicht gesehen. Ja, und natürlich ist es dann auch so, ne, wir brauchen hierfür entsprechende Einheiten, die benötigen Silberdegen. Wir haben Silber entdeckt, natürlich da, wo sich hier Dutzende von irgendwelchen Banditen aufhalten. Und das heißt für mich, ich muss erst einmal... Wo will der Kollege denn jetzt hin? Entdecker, eigene Funktion. Wo habe ich hier denn hingeschickt? Achso, ja, das ist gut, der macht seinen Job. Warte mal, lieber Entdecker. Nee, nicht priorisieren. Ich schick den mal hier hin. Pausier den mal. Das hat sonst gar keinen Zweck hier. So, Forsthaus wird pausiert. Ich habe hier eine Militärakademie in Auftrag gegeben. Wir haben hier schon irgendwelche Banditen rumrennen, die uns hier die Leute erschrecken und Dinge mitgehen lassen und so weiter und so fort. Ja. Achso, und ich hatte letztens überlegt gehabt, dass wir schon mal anfangen mit der Nahrungsproduktion, schwerpunktmäßig hier, ne, mit entsprechenden Gemüsefarmen, Getreidefarmen, die wir bauen müssen. Und da ist dann immer die Frage, wohin damit? Wohin damit? Ja, und die Möglichkeiten sind da jetzt nicht so üppig. Ich könnte das hier so hinsetzen. Und das andere Gebäude daneben. Ja, schauen wir mal. Warte mal. So würde ich, glaube ich, dann auch die benötigten Felder dahin kriegen. Wie das dann mit der Getreidefarm aussieht, weiß ich noch nicht. Ich mache das einfach mal so. Kurz entschlossen, wir haben nicht allzu viel Zeit, um uns hier Dinge zu überlegen. Ich hätte die gerne, ja, gebe ich ganz offen zu, hätte gerne die Zeit, das Ganze hier in Ruhe, ne, in Angriff zu nehmen. Aber das Spiel hat da, glaube ich, andere Prioritäten gesetzt. Und den müssen wir uns nun mal leider fügen. Ruhig und besinnlich war mal. Vor langer, langer, langer Zeit. Ich hoffe, das ist so einigermaßen richtig, was ich hier mache. Aber da sind wir jetzt weit von entfernt von ruhig und besinnlich. So und so. Zack. 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 Und zack, glaube ich zumindest. So, wie sieht es hier aus? Eins, zwei. Nummer drei kriege ich da nicht ran. Warum kriege ich Nummer drei nicht dran? Weil der schlecht gebaut wurde. Nein, um Gottes Willen, nicht jetzt hier. Ich muss die Kamera drehen, sonst wird das nichts. Sonst lasse ich nämlich gleich die Farm wieder weg. Und das will ich ja gar nicht. Ich will nur dieses Teil hier weg haben. Farmland. Das ist richtig, das will ich weg haben. So, dann versuchen wir es nochmal. Moment, Farmland. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Jo, sehr gut.
Da sehen wir es schon, die kommen da. Achso, keine Planiere verfügbar. Die kommen da nicht hin. Okay, 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 alles klar. Nee, das geht. Gut, jetzt aber der Weg. Der muss ja dann auch noch irgendwie dahin. So, das hat funktioniert. Was bauen wir denn hier Schönes an? Das ist die Gemüsefarm. Da ist es mit Mais und so, ist schlecht, aber ich kann hier Kohl anbauen. Das ist möglich. Dann hier ebenfalls Kohl. Dann würde ich hier hinten auch ganz gerne Kohl anbauen. So. Kohl und hier bitteschön Kürbisse. Ja, wir haben jetzt hier ständig irgendwie, ihr kennt das ja, ne, die neuen, die tollen Mitteilungen, was alles gestohlen wird, wer uns hier mit seiner Anwesenheit beglückt und so weiter und so fort. Ich kann da im Augenblick überhaupt keine Rücksicht drauf nehmen oder darauf achten, weil ich muss zusehen, dass ich jetzt hier das Dorf in irgendeiner Weise so weit funktionstüchtig bekomme, dass wir entsprechend handlungsfähig bleiben. Das ist ganz einfach so. So. Das Ding ist mehr oder weniger in Auftrag gegeben. Was heißt mehr oder weniger, es ist im Auftrag gegeben. Wir brauchen für diese Farm noch einen Brunnen. Den kriege ich sogar da hier hingesetzt. Das ist sehr gut. Dann haben wir das auch. Dann brauche ich eine Getreidefarm. Noch dafür ist nun mal kein Weg dran vorbei. Die benötigen wir. Hier kriege ich die nicht mehr hin. Hier kriege ich die hin mit Bauchschmerzen. Boah, das passt. Moment. Weg wäre eigentlich schon fast egal, ob ich es auf der einen Seite oder auf der anderen Seite mache. Den Zugang. Kann ich noch hier hinsetzen, wie auch immer. Aber ich mache das einfach mal so. Oder einigermaßen vernünftig hingesetzt hier vom Platz her. Auch wenn ich jetzt hier viel Platz wegnehme. Oder warte mal, komme ich da vielleicht sogar noch ein bisschen näher ran? Geht das oder kriege ich da Ärger? Das müsste gehen. Ich versuche es einfach mal. Mehr als schief gehen kann ich im Prinzip. Moment, komme ich noch ein bisschen näher ran, damit ich was sehe. Nicht wirklich was. Das nur so ganz nebenbei bemerkt. Das müsste richtig sein. Okay. Ein bisschen seltsam, aber nun gut. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen rausgerutscht. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist jetzt nicht so brennend. Das müsste klappen. Ja, ich habe zumindest alle Felder, die ich brauche, setzen können. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Weg. Ja, keine Frage. Den kriegen wir aber locker hin und wir brauchen noch einen Brunnen. Auch das sollte funktionieren. Den kriegen wir. Hey. Ein bisschen komisch, aber gut, wir kriegen ihn so hin.
So, jetzt ist es wieder mal die Frage Farmland. Was bauen wir denn da Schönes an? Wir könnten hier Flachs anbauen, den wir benötigen. Da und da auch. Flachs hier hinten, würde ich sagen, Weizen. Weizen. Auch hier. Nunu. Was ist los? Nee. Ach ja. Das alte Problem. So. Weizen, vielleicht sogar auch hier entsprechend Weizen anbauen. Und hier könnten wir Mais wachsen lassen. So. Okay, damit haben wir unsere Farmen schon mal in Auftrag gegeben. Wie gut das Ganze ist, wie schlecht das Ganze ist, muss ich erst noch zeigen lassen in der Zukunft. Wir brauchen natürlich jetzt noch sowas wie eine Taverne. Und wir brauchen Marktplätze und so weiter und so fort. Ja. Die Diebe machen sich hier sehr beliebt. Was ist hier los? Wir brauchen Werkstein. Wir brauchen Werkstein. Hier kommt der Steinmetz nicht nach. Noch ein weiterer Steinbruch erstmal. Ach, das sind Diebe, die hier rum. Ich wollte gerade sagen, was machen unsere Leute denn da? Jo. Das ist auch noch so ein Punkt. Eisen, Kupfer, Schmelzhütte ist eifrig dabei. Ja, Silber kann ich direkt parken, weil hier gibt es kein Silber. Da wird Kohle abgebaut. Ich guck mal nach einem weiteren Steinbruch. Was eine gute Idee ist, wage ich schon fast zu bezweifeln. Den kriege ich hier hingesetzt. Moment. Kriege ich den einigermaßen gedreht? Ich gucke mal, ob ich hier irgendwie einen Weg hinbekomme. Sieht jetzt gut aus. Okay. Das will das. Und dann kriegen wir hier noch einen Steinbruch hin. Die Leute können sich dann hier um die Steine hier so kümmern. So, was ist denn? Fokus kommt mal da so hin. Ich hoffe, die kommen den Werwölfen da nicht zu nahe oder werden von denen in irgendeiner Form wahrgenommen und entsprechend attackiert. Das wäre nicht so gut. So. Ja, da sollen jetzt natürlich Soldaten entstehen, die sich dann hier um die Diebe kümmern, damit ich hier das Silber abbauen kann. Ich habe allerdings ein ganz großes Problem. Das heißt Kalkstein. Das heißt Kalkstein.
Die Holzwerkstatt ist im Bau, die ist noch nicht fertig. Baue Steinmetze. Noch ein zweiter Steinmetz. Verkehrt wäre das nicht. Kriege ich hier noch einen zweiten hin. Hier wäre mir persönlich lieber, aber was nicht geht, geht nicht. Ich will unbedingt, dass ich den hier hinsetze. Dann machen wir das mal. Natürlich ganz, ganz dringend auch. Wo war der? Hier so eine Steinmühle. Nur solange ich keinen Kalkstein habe, den ich abbauen kann. Theoretisch wäre ich jetzt zwar die Möglichkeit gegeben, aber ihr wisst, wie es ist. Da komme ich noch nicht ran. Die Produktion von Werkstein ist im Augenblick nicht so ganz einfach. Für eine Garnison brauche ich 16 Werksteine, für einen Wachturm 6. Da habe ich dann 25 Einheiten. Daher hätte ich 10. Das heißt, bei 2 hätte ich 20. Brauche aber insgesamt dann nur 12 Steine. Und hier vor allen Dingen, hier sind es normale Steine. Hier sind es direkt Bergsteine. Das kommt noch erschwerend hinzu. Das heißt, wenn ich, selbst wenn ich hier 3 Wachtürme hinsetze, komme ich damit, glaube ich, von den Ressourcen besser weg oder billiger weg, als wenn ich jetzt hier diese Garnison hinsetzen würde, die mir persönlich natürlich mehr gefallen würde, gebe ich ganz offen zu, in Anbetracht der hier zu erwartenden Gegnerzahl. Denn Bergsteine müssten erst noch vom Steinmetz entsprechend hergestellt werden, während die ganz normale Steine hier vom Steinbruch hergestellt werden und die entsprechenden Zahlen sind vorhanden. Das wird alles gut überlegt sein. Ich habe nur noch 3 Wachen, sehe ich gerade mal so ganz nebenbei. Ach du, wie ist verrückt. Ja, hier ist eine Holzwerkstatt im Bau, die hilft mir aber da doch. Wenn die fertig ist, könnte ich damit Holzspäne produzieren, immerhin. Immerhin. Gemüsefarm ist fertig, Getreidefarm wird noch gebaut. Ich denke aber für die Taverne. Wo ist sie? Gemüsefarm, wo ist die Taverne? Sammelhütte? Nein. Geil. Ach ja, die brauche ich auch noch. Da brauche ich beispielsweise schon nochmal Zement für. Also die Bäckerei kann ich aktuell nicht bauen, die Mühle auch nicht. Wo ist denn? Proviantmacher? Ohne? Da. Die Taverne könnte ich bauen. Die baut oder die erstellt. Dafür brauche ich Werksteine. Mein Gott. Neben den Nadelholzbalken.
Restisch, aber hier wird noch einiges. Ne, die Schneiderei ist auch noch nicht so weit. Aber die könnte schon mal hingehen. Da könnte ich schon mal hingehen und mal so, sagen wir mal so, 15 Rüstungen herstellen. Was ist mit der Weberei? Warum ist die denn noch nicht für dich? Oh nö! Holzwerkstatt. Alles klar. Und die braucht natürlich Werkstein. Und daran hapert es im Augenblick. Ich sehe hier nur Probleme. Im Augenblick sehe ich wirklich nur Probleme. Kein wirkliches Vorankommen. Ja, schwierig, schwierig. Ich komme an diesen Kalkstein noch nicht ran. Es hilft nichts, ich muss den Pin. Nein. Ich muss den Pin neu da hinsetzen. Fokuspunkt. Auch wenn hier ne, die Werwölfe sind. Nur das muss ich sehr, sehr gut im Auge behalten. Ja, Aufgaben, die uns in den nächsten Folgen entsprechend beschäftigen werden. Das kann hier noch sehr, sehr heftig weitergehen. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Vielen, vielen lieben Dank für eure Begleitung, für eure Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank für deine Begleitung, für deine Unterstützung. Schauen wir mal, wie es weitergehen wird mit diesem Dorf hier von Pioneers of Pagonia. Ich wünsche euch wie immer bis dahin alles, alles Gute und genießt die Zeit.